Zentralschweizer Fasnacht auf TVS. Mit der CSS-Versicherung. Dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Mit freundlicher Unterstützung vom Hotel Schweizer Hof Luzern. Die Vereinigten Guggenmusiken Ebiken auf Besuch im Sek-Schulhaus Widerhof. Das Ziel der Aktion, den Jugendlichen die Fasnacht näher bringen und Nachwuchs suchen. Ich finde das wichtig und schön, dass wir die Chance hier haben. Das VGA das auf die Beine stellt und zupft. Ich kann auch den Kindern zeigen, dass das sehr wichtig ist, dass man rausgeht, unter die Leute geht und nicht nur ins wahre Leben und nicht nur daheim am Gamen ist und vor dem Nattel ist und so irgendwie das Gefühl hat, mich findet den Kontakt. Mit dem Verteilen von Hotdog machen wir die Jungen also lustig auf die Fasnacht. Der Mario Kühler ist selber seit 18 Jahren bei den Rotseehausaren dabei und macht sich Sorgen um den Nachwuchs. Der Nachwuchs fehlt, ich glaube nicht nur in Ebiken, ich glaube, das ist prinzipiell ein Problem. Wir haben dazu angefangen, in verschiedenen Guggenmusiken auch jüngere Mitglieder aufzunehmen. Das natürlich auch immer in der Absprache mit den Eltern. Es ist sicher so, dass so ein kleiner Gap entsteht zwischen diesen 12- bis 16-jährigen Personen. Ja. Und genau die Altersgruppe wollen wir für die Guggenmusiken gewinnen. Fasnacht sind nämlich mehr als einfach nur in einer Musik spielen, findet der Zunftmeister von der Rotsee-Zunft. Man muss einfach die Jungen abholen und zeigen, wie schön das ist. Die Freundschaften untereinander sind einfach wahre Freundschaften, die ich jetzt auch erlebt habe. Wir sind mittlerweile 7 Guggenmusiker und etwa 40 Wagenbaugruppen besuchen. Und da ist nicht nur das Schaffen kommen. Da hat man gesehen, die Freundschaften, wie die zusammenhalten, wie die einander helfen. Das ist einfach grandios. Und genau diesen Zusammenhalt wollen die Vereinigten Guggenmusiken Ebiken den Jungen weitergeben. Zentralschweizer Fasnacht auf TVS.